Offenbarungsseminar. Schön, dass ihr da seid und schön, dass ihr wieder mit dabei seid, auch im Internet. Zu unserem nächsten Vers aus der Offenbarung. Wir haben heute den 5. Vers aus Offenbarung 14, den wir behandeln wollen. Und da gibt es etwas sehr Praktisches zu nennen. Ich glaube, etwas, das uns wirklich alle angeht und wo wir uns heute auch was vornehmen dürfen. Und wir wollen wie immer beginnen mit einem Gebet. Lasst uns dazu niederknien, so es uns möglich ist. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir jetzt zu dir kommen können, dass wir in deinem Wort lesen können, dass wir etwas lernen dürfen. Wir möchten dich bitten, dass du mit deinem Wort zu uns sprichst, dass wir darüber nachdenken, was wir sagen und wie wir es sagen und dass wir in unserem Herzen verändert werden. Bitte sprich du zu uns ganz persönlich und schenk uns deinen Heiligen Geist, um dein Wort anzunehmen und umzusetzen. Im Namen Jesu beten wir dies. Amen. Also Offenbarung 14, Vers 5. Offenbarung 14 und dort der 5. Vers. Wir sind immer noch bei den 144.000 und ihrer Charakterisierung. Wir haben ja in Vers 4 gesehen, dass sie die Erstlinge sind, die erkauft worden sind von der Erde, dass sie sich mit Frauen nicht befleckt haben, dass sie jungfräulich sind, dass sie dem Lamm nachfolgen, wohin es auch geht, ihr erinnert euch. Haben wir alles ausführlich angeschaut. Und jetzt heißt es in Vers 5, als Ergänzung zu Vers 4, und in ihrem Mund ist kein Betrug gefunden worden, denn sie sind unsträflich vor dem Thron Gottes. Und heute wollen wir uns mit dem ersten Teil beschäftigen, nächste Woche dann den zweiten machen. Was bedeutet es, kein Betrug im Mund zu haben? Wenn das explizit als ein Merkmal der 144.000 genannt wird, dann ist das schon bemerkenswert. Und wir, die wir alle vorhaben, Teil der 144.000 zu sein, wir sollten uns überlegen, wie kann ich das erreichen in meinem Leben, dass man sagen kann von mir, dass in meinem Mund kein Betrug gefunden wird. Jetzt fangen wir mal so an. Fällt euch irgendjemand ein in der Bibel, von dem es explizit heißt, dass er ohne Betrug gewesen ist, dass er ohne Betrug, ohne Lüge, ohne falsch gewesen ist? Sehr gut. Jesus. Absolut. Und das ist natürlich auch das genaue Vorbild. Fällt euch noch jemand ein, außer Jesus? Von dem es explizit heißt, er war ohne falsch, aber ohne Betrug. Also von hier auf heißt es, er war rechtschaffen, er war vollkommen, er mied das Böse. Ja, also geht genau in die Richtung. Ja. Henoch, ja, er wandelte mit Gott, ganz genau. Aber in beiden Fällen steht, glaube ich, nicht explizit diese Formulierung, dass sie ohne falsch, ohne Betrug waren. Es gibt eine ganz bekannte Geschichte, wo jemand sagt, der da ist ohne falsch. Und zwar ist es im Neuen Testament. Sagt Jesus, der das sagt. Ein Rechtschaffener, in dem kein falsch ist. Lass uns mal anschauen. Genau, Johannes 1, Nathanael. Johannes Kapitel 1 und dort Vers 47. Johannes 1, Vers 47. Jesus sah den Nathanael auf sich zukommen und er spricht von ihm: Siehe, wahrhaftig ein Israelit, in dem keine Falschheit ist. Nathanael ist also sozusagen so ein Beispiel für solche, die ohne Betrug sind, ohne falsch. Und Betrug und Falschheit, das sind so im Griechischen auch ungefähr so die gleichen Worte, sind sehr miteinander verwandt, inhaltlich.
Jesus hat den Nathanael gesehen. Und dieses, das ist sehr wichtig, dieses Urteil kam von Jesus. Ja? Jesus hat ihn gesehen und hat dieses Urteil gesprochen. Und Jesus hat dieses Urteil bereits gefällt, bevor Nathanael buchstäblich bei Jesus war. Ja, das ist eine interessante Parallele zu 145.000, von denen auch gesagt werden wird, bevor sie buchstäblich bei Jesus sind, nicht wahr? Das sind Israeliten, in denen kein Falsch ist. Woher wissen wir, dass die 144.000 auch Israeliten sind? Sind es auch Israeliten? Sind aus den 12 Stamm Israels, nicht wahr? Die 144.000, 12 aus dem Stamm Ruben und aus dem Stamm Simeon, aus dem Stamm, nicht wahr? Auch von uns kann es gesagt werden, siehe ein Israelit, in dem kein Falsch ist. Also in der Hinsicht können wir uns ein Vorbild nehmen von oder an Nathanael. Nun, jetzt schauen wir uns mal ein bisschen dieses Thema an mit der Falschheit oder mit diesem Betrug. Fangen wir mal an in Psalm 34 und dort Vers 13. Psalm 34 und dort Vers 13. Ach, Verzeihung, Vers 14 ist es. Im Deutschen immer ein Vers anders als im Englischen. Psalm 34, Vers 14. Das heißt es, behüte deine Zunge vor Bösem und deine Lippen, dass sie nicht betrügen. Ja, Betrug im Mund haben. Die Bibel warnt uns davor, dass wir mit unseren Lippen Böses sagen, mit unseren Lippen betrügen. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, ob ihr schon mal Böses gesagt habt mit eurer Zunge oder betrogen habt. Wir haben ja, war das letzte Woche oder vorletzte Woche, wo wir den Jakobus gesprochen haben mit der Zunge? Das vorletzte Woche. Lass uns mal ganz kurz hingehen in den Jakobusbrief. Da gibt es nämlich ein paar interessante Details, die wir kurz nochmal hier erwähnen können, weil das passt genau gut zum Thema. In Jakobus Kapitel 3. Ich war, da heißt es in Vers 3, 4 und 5, siehe, den Pferden legen wir die Zäume ins Maul, damit sie uns gehorchen, und so lenken wir den ganzen Leib. Siehe auch die Schiffe, so groß wie sie sind und so rau die Winde auch sein mögen, die sie treiben, sie werden von einem ganz kleinen Steuerruder gelenkt, wohin die Absicht des Steuermanns will. So ist doch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich doch großer Dinge. Siehe, ein kleines Feuer, welch großen Wald zündet es an. Und die Zunge ist ein Feuer, eine Welt der Ungerechtigkeit. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte mitbekommen habt, vor einigen Tagen ist jemand in den Vereinigten Staaten von Amerika aus dem Gefängnis freigekommen, der dort für 39 Jahre im Gefängnis gesessen hat, weil ein Junge, ein 12-jähriger Junge, vor Gericht gelogen hat. Ein schwarzer Mann. Da gab es damals vor fast 4 Jahrzehnten einen Überfall in einer amerikanischen Stadt. Einige schwarze Personen sind da beteiligt gewesen. Und ein 12-jähriger Junge hat als Zeuge ausgesagt und hat Leute identifiziert, die er gesehen haben will. Er hat diesen Menschen benannt als einen Täter. Daraufhin, aufgrund dieses Zeugenberichtes, ist er ins Gefängnis gekommen und jetzt nach 39 Jahren hat sich herausgestellt, dass der Junge gelogen hat. Wohl auch ein bisschen unter Druck der Polizei. Könnt ihr euch vorstellen? Eine Lüge hat dazu geführt, dass, ich meine, 39 Jahre sind also mindestens ein halbes Leben. Ja. Das ist das, was der Jakobus meint, als ein Beispiel. Ja. Ein kleines Feuer, nicht wahr? Was für einen Wald zündet es an? Ist ja interessant übrigens, dieser Mann hat gesagt, er ist dem Junge nicht böse. Vergibt ihm. Ja. Aber es ist ein Beispiel für, was unsere Worte anrichten können. Ja. Das waren ja nur ein paar Minuten, die der gesprochen hat wahrscheinlich. In der Bibel gibt es auch einige Beispiele für Leute, die mit einigen wenigen Worten große Katastrophen angerichtet haben. Fällt euch jemand ein, der mit einer Person, die durch wenige Worte kurz dahergesprochen großes Chaos angerichtet hat? Oder? Bileam? Ja, hat ein paar gute Ratschläge gegeben und hat viel Feuer angezündet. Das
ja, danke, genau. Noch jemand? Eva. Welch großes Feuer hat es angezündet, nicht wahr? Ein paar Worte. Ja, die Schlange davor auch, nicht wahr? Ein paar Worte. Welches, genau. Noch jemand? Durch ein Feld, der was gesagt hat, so daher geredet hat. Es gibt dieses berühmte Beispiel vom Pharao, nicht wahr? Pharao hat gesagt, wer ist Gott, dass ich ihm gehorchen sollte? Konsequenz, das ganze Land Ägypten hat unter 10 Plagen zu leiden. Er verliert seine gesamte Armee und sich selbst, ja, sein Leben. Wer ist ein paar Worte daher gesagt? Was für ein Feuer hat es angezündet? Oder er denkt an Nebukadnezar, wie der auf seinem Palast dort stand und gesagt hat, ist das nicht das große Babel? Ja, in dem Fall waren die Konsequenzen nicht ganz so schlimm. 7 Jahre Zwangsveganer sozusagen. Ja. Gras hat er gegessen. Aber das war auch das Gleiche. Ja. Ein paar Worte, was für eine Wirkung hat es gehabt? Und wir könnten viele mehr Beispiele aufzählen. Was wir reden, ist für Gott nicht unentscheidend. Wisst ihr eigentlich, was die zweite Sünde des Universums gewesen ist? Die zweite Sünde, die jemals im Universum begangen worden ist? Denkt mal kurz nach. Die zweite Sünde, die es im Universum gab. Ja. Die erste Sünde war Stolz, oder? Die erste Sünde war im Satan. Selbsterhöhungsstolz. Die zweite Lüge war Klatsch und Tratsch. Ja, hat angefangen, zu anderen zu reden über Gott, über Jesus. Verleumdung. Und manchmal haben wir so diese Idee, dass wenn jemand Alkohol trinkt oder wenn er irgendwelche schlimmen Dinge tut, dass das eine ganz schlimme Sünde ist. Oder wenn jemand irgendwie auf ökumenischen Wegen wandelt und nicht wahr, das ist eine ganz, ganz schlimme Sünde. Und wenn wir dann über unsere Geschwister was erzählen, was wir gar nicht so genau wissen, halten wir das für ein Kavaliersdelikt. Aber es war die zweite Sünde im Universum, Klatsch und Tratsch, die dazu geführt hat, dass zwei Drittel, wollte ich sagen, der Engel verloren gegangen sind. Deswegen Klatsch und Tratsch, nicht wegen Ökumene und nicht wegen Alkohol und nicht wegen nicht wahr, Drogen, sondern wegen Klatsch und Tratsch verloren gegangen. Was habe ich gesagt? Ein Drittel. Entschuldigung, Jetlag. Danke. Aber ihr wisst das übrigens, fast die Hälfte der Engel, sagt Ellen White an einer Stelle, fast die Hälfte der Engel zunächst einmal damit sich infiziert haben und dann einige sind wieder zurückgekehrt. Ja, also, zwei Drittel sind es trotzdem nicht, aber ein Drittel der Engel, Milliarden von Engel durch Klatsch und Tratsch. Jesus sagt in Matthäus 12, durch deine Worte wirst du gerechtfertigt worden und durch deine Worte wirst du verdammt werden. Die Frage ist, wenn wir auf unsere Worte so zurückblicken, die wir so gesagt haben in den letzten Wochen, in den letzten Monaten, haben sie Menschen zu Christus geführt oder können sie vielleicht ein Stolperstein gewesen sein für andere Menschen? Er sagt ja in Vers 9 hier, der Jakobus, mit der Zunge, nicht wahr? Loben wir Gott, den Vater, und mit ihr verfluchen wir die Menschen, die nach dem Bilde Gottes gemacht sind. Und dann sagt er, aus einem und demselben Mund gehen Fluchen und Loben hervor. Das soll nicht so sein, meine Brüder. Dankeschön. Nun, gehen wir mit mir zu Zephania 3, Vers 9. Zephania 3 und dort Vers 9. Zephania und dort Vers, Kapitel 3, Vers 9. Dort heißt es, dann aber will ich den Völkern andere reine Lippen geben, dass sie alle den Namen des Herrn anrufen und ihm einträchtig dienen. Also Gott verheißt in Zephania, er möchte ihnen, den Menschen, andere Lippen geben. Das ist eine fast direkte Prophezeiung auf das, was Offenbarung beschreibt, nicht wahr? Offenbarung ist auch
eine Gruppe von Menschen, die aus allen Völkern, Nationen, Stämmen und Sprachen zusammenkommt. Andere Völker, die von Gott eine andere Lippe bekommen. Schaut mal in Vers 13, selbe Kapitel, Zephania 3, Vers 13. Der Überrest von Israel wird kein Unrecht tun und keine Lüge reden. Das ist fast dasselbe wie in Offenbarung, oder? Die übrigen, die übrig bleiben, der Überrest von Israel wird kein Unrecht tun, wird keine Lüge reden. Man wird auch in ihrem Mund keine trügerische Zunge finden. Ja, sie werden weiden und ruhen, ohne dass sie jemand aufschreckt. Man hat fast den Eindruck, dass Offenbarung sich direkt auf Zephania bezieht. Könnt ihr das sehen? In Vers, sag ich nicht Zephania 3, Vers 9 und 13. Genau, so war das. Also Gott verheißt, dass es dort Menschen geben wird, die tatsächlich nicht mehr so reden, wie wir das meistens noch selbst von uns selbst kennen. Dass sie keine Lüge reden werden, keine trügerische Zunge haben. Schauen wir mal in Psalm 32, Vers 2. Psalm 32 und dort Vers 2. Gehen wir mal der Sache auf den Grund. Warum ist das so, dass Menschen so oft mit ihrer Zunge so viel Unheil anrichten? Psalm 32, Vers 2. Das ist einer dieser Bußpsalmen von David, ja, der in Verbindung mit der Geschichte mit Bathseba entstanden sind. Vers 2. Wohl dem Menschen, dem der Herr keine Schuld anrechnet und in dessen Geist keine Falschheit ist. Jetzt in Offenbarung, wo ist da die Falschheit? In der Offenbarung. Oder wo ist sie nicht? Ich muss meine Frage umformulieren. Jetzt stelle ich mir komische Fragen, ich merke. Ja, wo ist sie nicht? Sie ist nicht im Mund. Ah. Keine Falschheit im Mund. Aber David spricht davon, keine Falschheit im Geist zu haben. Es gibt also eine, logischerweise eine Verbindung zwischen Geist und Mund. Wenn ihr euch an den Satan erinnert, wo war die Falschheit zuerst? Sie war erst im Geist und dann war sie im Mund. Gibt es eine Bibelstelle, die diese Verbindung ausdrückt, von Geist zu Mund? Ja. Wessen das Herz voll ist, dessen geht der Mund über. Der Mund spricht das, was in unserem Denken ist. Und wenn wir also eine Zunge haben wollen, einen Mund haben wollen, der ohne Betrug ist, müssen wir einen Geist haben, der ohne Betrug ist, ohne falsch ist. Ja? Und David sagt, wie man das bekommt, wenn er den Vers 2 anschaut, wie hat man einen Geist, der ohne Falschheit ist? Indem man die Sünde nicht hat, ja, warum hat man die Sünde nicht? Nach Vers 2. Nicht zurechnen. Es ist also die Vergebung Gottes, die das Herz reinigt. Also durch Vergebung wird das Herz gereinigt. Ganz genau. Ja, und auch schon Vers 7, nicht wahr? Dass das Blut Jesu uns reinigt von aller Sünde und nicht wahr? Wenn wir im Licht folgen, wie er im Licht ist, wird es uns reinigen von aller Sünde. Die Vergebung reinigt den Geist. Jetzt schlussfolgern wir mal. Was passiert, wenn Christen, die sich zu Gott bekennen, immer noch trügerische Dinge reden, immer noch lügen, immer noch schlechte Dinge sagen mit ihrer Zunge? Was ist das für ein Ausdruck? Das bedeutet, dass sie die Vergebung Gottes nicht wirklich erlebt haben. Oder noch nicht so erlebt haben, wie sie es erleben könnten. Denn Vergebung reinigt den Geist und wessen das Herz voll ist, dessen geht der Mund über. Die Zunge ist quasi nur das Fenster des Herzens. Ja? Das, was wir sagen, deutet an, was wir denken. Wie wir reden. Nur mit Vergebung kann unser Geist gereinigt werden. Übrigens, das sagt auch der Offenbarungstext, oder? Die 144.000 sind erkauft von der Erde. Sie folgen dem Lamm nach, das für sie gestorben ist. Die Vergebung macht zu dem, was sie sind. Das ist sehr wichtig, das ausgewogen zu sehen. Die 144.000 sind keine Superhelden,
die sich stark genug angestrengt haben, dass sie auch nichts falsch machen. Es sind Menschen, die die Vergebung Gottes so sehr angenommen haben, dass sie dann nichts mehr Falsches tun und sagen. Aufgrund der Vergebung. Ja. Jetzt, und ihr habt es schon genannt, wer ist dann das größte Beispiel dafür? Nicht Nathanael, sondern Jesus natürlich. Schaut mal mit mir in Sprüche 8, Vers 8. Ein Kapitel, das ganz deutlich von Jesus spricht. Sprüche 8, Vers 8. Das spricht wer in Sprüche 8, Vers 8? Die Weisheit. Genau, und die Weisheit ist Jesus. Er sagt ja, der Herr besaß mich am Anfang seines Weges, er etwas machte vor einer Zeit und so weiter. Beschreibt, wie er die Welt gemacht hat. In Vers 8, Sprüche 8, Vers 8. Alle Reden meines Mundes sind was? Sind alle gerecht? Es ist nichts Verkehrtes noch Verdrehtes darin. Also nicht nur nicht verkehrt, sondern nicht verdreht. Nicht irgendwie, ja, verändert oder so. Alles, was Jesus sagt, ist richtig und wahrhaftig. Er wird in Offenbarung 3 genannt, der wahrhaftige Zeuge. Und wenn sie dem Lamm nachfolgen, wohin es auch geht, dann werden sie auch das sagen, was Jesus gesagt hat. Sie werden nicht nur dieselbe Botschaft predigen wie Jesus, sie werden auch dieselbe Art und Weise zu haben, wie sie reden. Frage, hat Jesus auch mal getadelt? Wie hat er getadelt? Wie hat er getadelt? Wenn Jesus getadelt hat, wie hat er das gemacht? Er hat es mit Worten gemacht, das stimmt. Bruder X, komm mal her, ich muss mal mit dir reden. Lass uns beten und dann möchte ich dir was sagen. Mit Liebe, ja? Es gibt ja Leute, Schwester so und so, das ist falsch, was du machst. Und ich sage dir das aus Liebe. Ja? Es gibt so Leute von uns. Ja? Die, ich liebe dich und deswegen sage ich dir, so geht es nicht. Ja? Hat Jesus so geredet? Wie hat er geredet? Vergleich geredet, sanft geredet, uns wird gesagt, er hatte Tränen in den Augen, wenn er die Pharisäer getadelt hat. Er hat geweint. Weil er bereit war, für sie zu sterben. Und das kam sogar in seinen Worten hervor. Als er Jerusalem gesehen hat, Jerusalem, Jerusalem, hat er geweint. Wir können was von der Art und Weise lernen, wie Jesus gesprochen hat. Bei Jesus war nichts Falsches. Er sagt an einer Stelle, er hat niemals unnötig einer Seele Pein verursacht. Manchmal machen wir das. Wir reden so, dass wir kalkulieren, dass es dem anderen ein bisschen wehtut wenigstens. Ja, so ein bisschen so einen kleinen Stich versetzen, oder? Kennt ihr das oder kennt ihr das nicht? Wo man so redet und sagt, ich meine es ja gut und es ist auch ganz richtig, aber man sagt es auf eine Art und Weise mit so einem Hintergedanken, dem anderen mal so einen kleinen Stich zu versetzen. Jesus hat das nie gemacht. Nie. Immer wenn er geredet hat, hat er das so formuliert, dass es möglichst schmerzfrei für den anderen sein soll. Also er hat die Wahrheit nie geändert, aber es ist immer so liebevoll wie nur irgend möglich gemacht. Er hat nie versucht, einem anderen vorsätzlich etwas weh zu tun. Liebe kann ja nicht weh. Absolut. Echte Liebe nicht. Genau. Schauen wir noch einen Vers an, in Jesaja 53. Jesaja 53 und dort Vers 9. Auch ein ähnlicher Vers. Und man bestimmte sein Grab bei Gottlosen, aber bei einem Reichen war er in seinem Tod, weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrug in seinem Mund gewesen war. Fast identische Beschreibung wie die 144.000. Wie werden die 144.000 sein? Sie werden so sein wie Jesus. Das heißt es, sie folgen dem Lamm nach, so, wohin es auch geht. Sie werden in der Verfolgungszeit so über ihre Verfolger denken und ihre Verfolger so behandeln, wie Jesus seine Peiniger, die Soldaten, behandelt hat. Sie werden so wie Jesus im Garten Gethsemane die Zeit der Angst in Jakob haben.
und werden dann so wie die, wie Jesus in der Zeit der Kreuzigung, ja, die Wahrheit sagen, liebevoll sein. Kein Unrecht. Spannend. Jetzt die Frage ist, wie können wir das erleben? Wie können wir so wie Jesus sein? Unseren Geist so reinigen lassen, dass alles, was wir sagen, wahr ist, wahrhaftig ist. Und das hat ja nicht nur damit zu tun, dass man absichtlich anderen schädigt, das hat ja auch damit was zu tun, dass man manchmal einfach nur was weitergibt, was man gehört hat, oder? Und weil es so spannend klingt, ohne es geprüft zu haben, verbreitet man dann Unwahrheiten. Klatsch und Tratsch ist eines der schlimmsten Dinge, die es gibt. Wir lassen das nicht vergessen. Und Gott behandelt Klatsch und Tratsch nicht als ein Kavaliersdelikt. Jetzt, was würdet ihr sagen? Was ist die praktische Konsequenz aus dem, was wir heute angeschaut haben? Was müssen wir tun? Was würdet ihr vorschlagen? Ja. Mhm. Was eine Tugend ist, was edel ist, was rein ist. Darauf seid bedacht. Also es fängt mit unserem Denken an. Wenn ich nur versuche, meine Zunge im Zaum zu halten oder mein Denken im Zaum zu halten, dann werde ich mich selbst quälen. Deswegen ist das, was Ellen White, was wir heute gelesen haben im Seminar, so entscheidend, wo sie sagt, denkt in jeder freien Minute über das Wort Gottes nach. Lasst es nicht zu, dass eure Gedanken abgelenkt werden. Denn wenn das Wort Gottes in unserem Geist ist, wird es auch in unserem Mund sein. Wenn die Reinheit im Geist ist, wird sie auch im Mund sein. Ja. Noch eine Idee, wie wir es praktisch umsetzen können? Mhm. Ja, das. Absolut. Es gibt ja diesen Spruch, wo der Indianer zu seinem Enkel sagt, der uns streiten zwei Hunde. Tiger oder zwei Bären. Ja. Achso, ja, ja. Zwei Wölfe. Der eine ist furchtbar böse und der andere ist liebevoll. Und dann fragt der Enkel, welcher gewinnt. Und dann sagt der Großvater daraufhin, den du fütterst. Ja, genau. Das ist das Prinzip. Das, was wir reinnehmen, wird auch wieder herauskommen. Ja? Das ist ein ganz einfaches Prinzip. Manchmal passiert es aber, dass wir schon im Geiste Dinge gedacht haben oder denken und wir haben es nicht verhindert. Nicht wahr? Und jetzt ist der nächste Schritt der zum Mund. Ja? Ein typisches Beispiel ist der Zweifel. Da kommt ein zweifelnder Gedanke auf. Ja? Manchmal denken wir als moderne Christen, wir müssen so echt sein, wir müssen so authentisch sein, nicht wahr? Wir müssen immer genauso reden, wie wir uns gerade fühlen. Und wenn ich mich gerade depressiv fühle, wenn ich gerade Zweifel habe, wenn es mir nicht gut geht, dann rede ich auch so, nicht wahr? Dann klage ich mal Gott an, dann fühle ich mich so richtig authentisch. Ja? Wird aber auch gesagt, du musst authentisch sein, du musst echt sein. Ja? Das ist großer Unsinn. Das ist echt wirklich großer Unsinn. Warum? Denn wenn ich Zweifel noch ausspreche, ja, dann verspeichert es sich nur ab. Wir Menschen sind ja so verführbar, wir verführen uns sogar noch selbst. Ja? Wir glauben das, was wir sagen. Das kennt ihr vielleicht auch mal von manchen Menschen, die reden manche Sachen so oft, bis sie es selbst glauben. Die glauben ihre eigenen Lügen. Ja? Die glauben das wirklich, weil sie es sagen. Deswegen sagt Ellen White, selbst wenn so ein Gedanke mal unser Gehirn hineinkreuzt und nicht abgewiesen wird, sprich ihn nicht aus. Ja, bekämpfe ihn auf der gedanklichen Ebene. Ja, bekämpfe ihn dort, aber sprich ihn nicht aus. Sie sagt an einer Stelle, wir sollten niemals an Misserfolg denken, geschweige denn davon reden. Ja. Der Luther hat gesagt, ich kann mich verbieten, dass er diese Vogel gibt über meine Kopf, aber ich kann verbieten, dass er ein Mess machen. Das heißt, ich kann verbieten, meine Gedanken wegzumachen. Ja. Das ist, wir haben alle von uns, kommt ein Gedanke, ohne dass wir wollen. Das ist nicht unsere Gedanke, aber der Teufel macht uns. Und wenn wir jetzt diese Gedanke mit einem Gebet gleich wegmachen und zu Gott gehen, ja, dann kann dieser Gedanke kann nicht mehr, ich sag noch, ein Eier zu machen und noch Bibi gehen. Ja, ganz genau. Ja.
Ja, danke schön. Hier eine praktische Situation. Man steht gemeinschaftlich nach dem Gottesdienst irgendwie zusammen oder man trifft sich irgendwo bei jemandem zu Hause und dann fängt man mit dem Erzählen an, nicht wahr? Und erzählt der eine seine Erfahrungen mit Bruder X, der nächste erzählt seine Erfahrungen mit Bruder X und dann fällt euch ein, ich habe auch eine Erfahrung mit Bruder X, nicht wahr? Und die ist genauso wie die anderen Erfahrungen nicht besonders vorteilhaft. Das passt gerade so zur Situation, er bestätigt, was dann die anderen gesagt haben. Und dann kommt es darauf an, jetzt zu sagen, Moment mal, werde ich Bruder X damit gerecht? Ist es die Wahrheit? Ist es so, dass ich zu den 144.000 gezählen kann? Das ist da, worauf es praktisch ankommt, weil, dass wir das alle glauben, davon gehe ich aus, dass hier keiner drin sitzt oder zuschaut, der sagt, nee, ich sehe das anders. Ja. Das ist klar, dass wir das alles verstehen, oder? Der entscheidende Punkt ist, wenn dieser Gedanke kommt, mal schlecht über Schwester Y zu reden, dann ist nicht zu tun. Es nicht zu tun. Denn es zu tun bedeutet, diese Bedingung der 145.000 nicht zu erfüllen. Das ist der entscheidende Punkt. Ja. Es nicht zu tun und sich selbst in Frage zu stellen, warum habe ich das überhaupt gedacht? Ja. Könnte es sein, dass bei mir die Quelle meines Herzens noch nicht ganz rein ist. Lass uns am Bibeltext lesen und dann schließen. In 1. Petrus 3, Vers 10. 1. Petrus 3, Vers 10. Sehr schöner Vers. Denn, 1. Petrus 3, Vers 10, denn wem das Leben lieb ist und wer gute Tage sehen will, ist euch das Leben lieb? Wollt ihr gute Tage sehen? Wer gute Tage sehen will, der bewahre seine Zunge vor Bösem und seine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Das beste Gegenmittel gegen Falsches ist immer Gutes. Ja? Wenn man viel Gutes redet, hat man keine Zeit, das Schlechte zu reden. Ja? Bewahre deine Zunge, wenn du dein Leben lieb ist. Wenn du gute Tage sehen willst, und wisst ihr, wer das tut, der wird, werden die 145.000 gute Tage sehen, ja oder nein? Ja, zwar nicht auf die, also nicht vor der Wiederkunft, aber nach der Wiederkunft werden sie viele, viele gute Tage sehen. Ja? Millionen und Milliarden von guten Tagen. Wenn dir das Leben lieb ist, das ewige Leben, und wenn du gute Tage sehen willst, wenn du auch mal zu der Welt mit 7 Monden reisen willst und mit denen auch gemeinsam dann einen Spaziergang machen möchtest, ja, wenn du auch mal mit deiner, weiß nicht, ob wir auch eine goldene Karte dann haben oder vielleicht eine grüne, weiß nicht, aber wenn du auch durch die Stadt hindurch möchtest, ja, wenn dir das lieb ist, wenn du das sehen willst. Wird es da noch Karten geben? Das ist eine gute Frage. Vielleicht werden die Karten abgeschafft, vielleicht gibt es ja dann Chips. Nein, Quatsch. Nein. Ich weiß es nicht genau. Müssen wir nochmal nachstudieren. Aber der Punkt ist der. Der Punkt ist der. Wenn das lieb ist, dann lasst uns darüber nachdenken, was wir sagen über unsere Nachbarn, über unsere Freunde, über Fremde und vor allem auch über unsere Geschwister. Und vor allem auch über die Geschwister, die noch nicht unsere besten Freunde sind in der Gemeinde. Weil über die reden wir, also über unsere besten Freunde reden wir schon ganz gut. Ja, das ist nicht schwer. Aber Jesus sagt, liebt eure Feinde. Und zwar nicht nur mit eurem Herzen, sondern auch mit eurem Mund. Und zwar nicht einfach nur Höflichkeit, so wie es mal die Asiaten machen, die sagen, ja, 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 ja. Und hinten denken sie, nein, nein, nein. Nein, wirklich, ernstlich. Ernstlich lieben, ernstlich. Warte ich. Ja. Ganz genau. Dankeschön, dass du es gesagt hast. Die Wahrheit zu sagen beinhaltet nämlich auch die Wahrheit zu sagen. Ja? Nämlich, wenn ich die Wahrheit verschweige, dann ist es ja auch eine Art von falsch. Ja? Dann tue ich so, als wäre nichts. Ja, das wäre auch Sünde. Genau, das ist sehr gut. Aber wie gesagt, in Liebe, ja. Der Verstand sagt mir, Bruder X hat mich so schlecht behandelt, da muss ich was dagegen unternehmen. Ja? Das sagt mir mein Verstand. Aber der Verstand, der höher ist als alle Vernunft. Diese Weisheit Gottes, die höher ist als alles, die sagt mir, nein, du kannst es einfach so hinnehmen. Du kannst es einstecken. Du kannst für ihn beten und du kannst ihn liebevoll behandeln.
Du, anstatt dagegen zu gehen, lässt es einfach an dir vorbei. Lässt es einfach an dir vorbei. Und dann geht es so ins Nichts hinein. Und dann hast du ihn wieder lieb. Und wisst ihr, was mich ermutigt? Diese Formulierung, es wurde kein Betrug in ihrem Mund gefunden, ist eine ganz bestimmte grammatische Komposition. Eine ganz bestimmte Formulierung, die deutlich macht, zu einem bestimmten Zeitpunkt wurde kein Trug mehr gefunden. Das heißt also nicht, dass ihr ganzes Leben lang ohne Sünde war, sondern sie haben auch mal betrogen, sie haben auch falsche Dinge gesagt, aber zu einem bestimmten Zeitpunkt haben sie das überwunden. Es wurde dann irgendwann keine Schuld mehr, keine Betrug mehr in ihrem Mund gefunden. Das heißt, die Bibel macht sehr deutlich, dass auch wenn wir jetzt noch sündigen, auch wenn wir jetzt noch manchmal falsche Dinge sagen, wir diese Dinge überwinden können, sollen und müssen und dürfen und werden, wenn wir bei Jesus bleiben, sodass zu einem Zeitpunkt das hier gilt, die 144.000. Und das muss vor der Wiederkunft sein. Und wir werden nächste Woche sehen, was das nächste Woche kommt der Höhepunkt von der ganzen Sache, nämlich da heißt es, sie werden unsträflich sein vor dem Thron Gottes. Was das bedeutet, unsträflich zu sein, das ist eine gewaltige Formulierung. Nicht vergessen, es kommt alles aus der Vergebung. Die Vergebung hat eine so gewaltige Kraft, wenn wir die Vergebung annehmen, die Vergebung verstehen, die Liebe Gottes, dann werden wir sehen, die Liebe Gottes brennt das alles weg. Sie brennt alles aus dem Herzen weg. Nicht wahr? Liebe ist ein verzehrendes Feuer. Und unser Mund ist entweder, wie der Jakobus sagt, entzündet von der Hölle oder vom Geist Gottes. Ne? Und ein Feuer von beiden brennt auf jeden Fall. Die Frage ist, welches Feuer ist es? Ist es das heilige Feuer, ist es das fremde Feuer? Ja. Wollen wir uns vornehmen, wenn wir das nächste Mal was auf den Lippen haben, was zu sagen und wir wissen ganz tief im Herzen, es ist nicht ganz die Wahrheit oder es ist nicht wirklich gut oder es ist nicht zum Vorteil des anderen, dass wir uns selbst auf die Zunge beißen. Ja, so wie Jesus sagt, lieber ohne Zunge ins Himmelreich gehen, als im Feuer verbrennen. Und mit Gottes Hilfe erleben wollen, dass wir tatsächlich wahrhaftig sind. Nicht einfach nur echt, sondern wahrhaftig in dem, was wir sagen. Wollen wir uns das vornehmen? Dann lass uns noch gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir gelernt haben von dir. Wir danken dir, dass wir aus deinem Wort sehen konnten, was es bedeutet, ein Teil der 144.000 zu sein. Dass es ganz praktische Aspekte hat, nämlich so wie wir miteinander reden und was wir übereinander sagen. Wir möchten nicht um Vergebung bitten, wo wir in der Vergangenheit Dinge gesagt haben, die entweder nicht richtig waren oder nicht liebevoll oder nicht so, dass sie anderen Menschen geholfen haben. Bitte schenkt uns Kraft, anderen Menschen nicht weh zu tun, sondern die Wahrheit in Liebe zu sagen. Wir möchten dich bitten, dass du unser Herzen reinigst, jeden Tag aufs Neue. Und dass wir verändert werden durch deinen Heiligen Geist. All dies bitten wir im kostbaren und teuren Namen Jesu. Amen. Amen. Also, wir sehen uns nächste Woche wieder zu Offenbarung 14, Vers 5, zweiter Teil und zu 1849, zweiter Teil zu unserer ersten adventistischen Zeitschrift. Aber wir sehen uns alle schon am Donnerstag, wenn der Justin Trosian kommt und uns etwas beibringen wird über das Lesen von Ellen White. Wer war Ellen White? Jetzt am Donnerstag. Nicht verpassen, 19.30 Uhr. Seid herzlich eingeladen, alle, die jetzt live zuschaut oder das Video später seht. Dann auf Dual Media TV hier, auch auf adtv.info. Ellen White und das Internet. Das wird sehr, sehr spannend werden. Und das solltet ihr nicht verpassen. Das ist eine sehr gute Gelegenheit, mal wirklich fundiert ein paar Antworten zu bekommen auf brennende Fragen, die wir ab und zu haben. Gottes Segen euch und bis bald.